Einen wunderschönen guten Morgen an alle und vor allem an die Herren unter euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Herrentag. Ich stehe hier vor dem Lilienstein und bevor ich mit der Wanderung starte, möchte ich natürlich noch etwas essen und ein bisschen Yoga machen. Unser Frühstück steht schon bereit. Heute gibt es Weintrauben, Walnussbaguette, Aufstrich, der Kaffee steht in der Ecke, ein paar Bananen und dann geht's los. Ich mache das immer so für unterwegs, nehme ich mir eine Kanne Kaffee mit und eine Kanne nur mit heißem Wasser für mein Mittagessen. Dann brauche ich den Kocher nicht mit in den Rucksack stopfen. Den Kocher verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung, der ist absolut praktisch. Man kann übrigens auch mit dem Bus zum Lilienstein fahren. Hier fährt so ein Wanderbus, der hält direkt am Parkplatz und von dort aus kann man bequem wandern. Konnte ich gerade noch so Cassie festhalten, da sitzt ein Hase. Auweia, der kommt jetzt hierher. Da würde sie jetzt gern hinterher. Lilienstein Nordaufstieg, den nehmen wir. Da müssen wir hoch. Hier kann man viele Blaubeeren ernten. Ein paar Höhenmeter haben wir jetzt schon hinter uns und dort sieht man die Felsen von Rathen, Lokomotive, Talwächter und so weiter. Jetzt kommt der Teil der Wanderung, der schwierig werden könnte für uns, weil Cassie zwar Treppen laufen kann, aber keine Leitern. Mal sehen, wie weit wir kommen. Das Schwierige für sie ist, dass die Treppenstufen so Ritzen haben. Bis hier haben wir es jetzt schon mal geschafft und schaut euch mal die Aussicht an. Hier hinter den Bäumen. Dort ist der Weg. Dort unten steht unser Auto. Wir sind dann den Weg so quer lang gegangen, bis wir hier angekommen sind. Und jetzt schaut mal dort hinten. Dort sieht man die Elbe und die Felsen im Hintergrund, den Talwächter, die Lokomotive. Sie sieht fast aus wie eine Lokomotive und darum wurde sie auch so benannt. Und hier, das ist der Ort Weißig und dahinter sind die Rauensteine. Dort oben ist auch ein Restaurant. Das ist aber, wie gesagt, am anderen Ufer der Elbe. Hinter den Bäumen fließt die Elbe entlang. Und da kann man die Kurve noch mal sehen. Dort hinten.
Ja, hier oben auf dem Tafelberg ist ein schöner Wanderweg und es gibt auch eine Gaststätte. Ja, hier ist ein Plan vom Lilienstein. Wir sind jetzt hier bei der 10. Das Restaurant. Und gehen Richtung 2. Ja, ich bin oben angekommen. Yeah! Schaut euch mal den Rundblick an. Hier ist die Festung Königstein. Hier unten ist der Ort Königstein. Und der Pfaffenstein. Und die Elbe, die ist hier unten neben der Bahn. Die sieht man von hier aus gar nicht. Die geht einmal hier so entlang. Und dort an den Felsen führt sie Richtung Raden. Und da sind Kletterer unterwegs. Und hier geht's echt steil runter. Und Cassie wartet hier unten ganz geduldig und passt auf meinen Rucksack auf. Sind wir ein kleines Stückchen weiter gelaufen und hier kann man die Elbe jetzt sehen. Jetzt geht es hier noch weiter um die Ecke. Hier unten ist die Elbe. Und dort geht es weiter nach Bad Schandau und dann nach Tschechien. Cassie wartet da am Rucksack ganz brav. So, jetzt geht's wieder runter, bergab, Richtung Königstein. Hier geht's nicht weiter, eine Baustelle. Aber alle Leute fahren hier durch. Also, weiter geht's. Ich laufe jetzt hier auf verbotenen Wegen. Der Elbe-Radweg ist gesperrt. Das ist ja jetzt die Baustelle, weswegen man nicht durch darf. Und hätte man die Baufahrzeuge einfach alle ein Stück zur Seite gestellt, dann hätte man auch die Fußgänger und Radfahrer hier durchlassen können. Nun bauen sich hier alle einen Trampelpfad, was wahrscheinlich noch gefährlicher ist. Und dass zum Herrentag hier viel Betrieb ist, das weiß man ja. Ich glaube, ich habe mein Yoga-Plätzchen gefunden. Sieht doch schon mal gut aus, oder? Na, was sagt ihr? Hier lasse ich mich jetzt nieder. Cassie kann ein bisschen baden gehen. Ich mache Kaffeepause, etwas Yoga.
Jetzt kommt der Schaufelraddampfer. Die fahren hier regelmäßig auf der Elbe entlang. Ich muss ein bisschen auf sie aufpassen, denn sie ist schon mal in die Elbe gegangen und durch diese starke Strömung ist sie mir abgetrieben. Ah, kennt ihr diese Flaschen? Ich habe heute Morgen beim Frühstück mein Cappuccino gekocht. Jetzt verbrenne ich mir immer noch den Mund daran. Kann ich nur empfehlen. Ich verlinke sie euch mal in der Videobeschreibung. Und was noch ganz cool daran ist, die sind total leicht. Ich habe glückliche Ziegen gefunden. Die wohnen hier. Ist ja niedlich, alle auf einem Dach. Und da sind Stand-up-Paddler. Na, ich würde ja hier nicht rumpaddeln. Wenn man hier reinfliegt. Jetzt sind wir in Königstein angekommen. Dort steht Stranne unterm Bahnhof. Willkommen in Königstein. Da ist die Festung. Und dort vorne fährt die Fähre. Und Cassie hat die Schafe entdeckt hier. Ist ja so ein kleiner Jagdhund. Muss ich sie an der Leine nehmen. Jetzt fährt die Fähre los. Die fährt nur immer von einer Uferseite zur anderen Uferseite. Hier steht an den Häusern immer dran, wie hoch das letzte Hochwasser war. Also 2002 war ganz schön hoch. Hat jemand einen Kakteengarten angelegt. Schön. Ich staune, dass die im Winter hier überleben.
Also hier sind harte Sitten. Zu jeder halben und zu jeder vollen Stunde gibt es hier Grün. Ansonsten muss man hier warten. Jetzt sind wir gleich am Parkplatz zurück. Hier hinter mir steht das Auto. Und morgen habe ich überlegt, werden wir zur Lokomotive gehen. Das ist ein Fels in der Nähe von Rathen. Jetzt stand bei Google allerdings dran, das ist geschlossen, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man einen Fels schließen kann. Und darum versuchen wir es einfach. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann abonniert doch hier meinen Kanal. Bye! Bis zum nächsten Mal!